Robert Schul konnte sich in den letzten 6 Monaten bei Salzburg nicht durchsetzen. Die Konkurrenz mit Mané und Alain zu stark. Doch Salzburg hat sich im Angriff noch weiter verstärkt. Zunächst mal ist es ja so, dass Massimo Bruno und Marcel Sabitzer, habe ich heute irgendwo gelesen, seien Mittelfeldspieler, sehen wir nicht so. Marcel Sabitzer sehe ich persönlich sogar eher auch im Sturm als im Mittelfeld. Und bei Massimo Bruno ist es auch so, dass er auf allen 4 Positionen vorne spielen kann. Das war auch einer der Gründe, warum wir ihn verpflichtet haben. Bleibt wenig Platz für Schul, weswegen Sportdirektor Ralf Rangnick auch einen möglichen Abgang in den Raum stellt. Ich will nicht ausschließen, dass sollte tatsächlich Robert den Wunsch äußern, mit dem Wunsch an uns herantreten, woanders hin wechseln zu dürfen und wir uns mit dem jeweiligen Verein dann eben auch zu vernünftigen Bedingungen einigen, möchte ich das nicht ausschließen, dass wir ihn abgeben, entweder auf Leihbasis oder auch eventuell fix. In Salzburg scheint man nicht mehr mit dem 23-Jährigen zu planen. Bei der 2:1 Testspielniederlage gegen Kaiserslautern am Samstag war Schul nicht im Kader.